schwebten wir nun ostwärts über den Atlantik. Blinde Passagiere in einer gigantischen, schwebenden Festung. Obwohl die Zeit kurz war, bereiteten wir uns, so gut wie wir konnten, auf unseren ahnungslosen Gastgeber Arpeggio vor. Als Junge war Arpeggio stets Klassenbester seines noblen Internats gewesen. Er konnte jedoch körperlich nie mit den anderen Jungen mithalten. Seine winzigen Flügel taugten nicht zum Fliegen. Aus Zorn auf seinen schwachen Körper konzentrierte er seinen immensen Verstand auf die Suche nach Heilung. Dabei wurden die Arbeiten der italienischen Renaissance-Künstler zum Sprungbrett für dieses finstere, junge Genie. Und bald schon ernannte ihn die Claw-Gang zu ihrem Haupterfinder. Dank ihm konnten sie die Clockwerk-Teile für ihre kriminellen Absichten umfunktionieren. Und nun ist dieses Superhirn wieder im Besitz aller Teile. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er sie erneut zusammensetzt. Und wenn das geschieht, aber ich werde das verhindern.